Willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer und willkommen heute zu meinem Peer-to-Peer-Plattform-Vergleich 2020. Es gab ein umfangreiches Update die letzten Monate und ich wollte euch einmal kurz zeigen, was dabei so alles passiert ist. Ja, warum das Ganze? Bei der Masse an Peer-to-Peer-Anbietern verliert man sehr leicht den Überblick, welches ist die beste Plattform, wer sitzt in welchem Land, wer ist der CEO, wie hoch ist der Mindestanlagebetrag, gibt es eine Rückkaufgarantie? Um diese ganzen Fragen zu beantworten, findest du auf meinem Blog einen Katalog über die wichtigsten Informationen jedes Anbieters, ganz wichtig, den ich getestet habe. Das heißt, bei dem ich selbst mal investiert war oder noch bin, findest du dort alle Informationen. Schau auf jeden Fall also immer mal wieder rein, denn diese Liste wird natürlich weiter mit der Zeit wachsen und die wird aktuell auch fast täglich aktualisiert. Bitte beachte aber auch, dass ich hier keine Plattform aufführen werde, wo ich nicht selbst investiert bin. Das heißt also, du wirst jetzt keine super neuen Plattformen da drin finden, weil ich einfach zu wenig Informationen darüber habe und auch keine Lust habe, die zu recherchieren, weil wofür? Ich bin selbst nicht investiert, also interessiert es mich auch nicht. Falls Informationen nicht immer aktuell oder falsch sein sollten, so informiere mich bitte per Mail oder Facebook oder schreib es in die Kommentare von dem Video. Und bevor du dann in die Suche übergehst nach einer Peer-to-Peer-Plattform für dich, denke immer daran, es gibt nicht die beste Peer-to-Peer-Plattform. Es gibt nur die beste Peer-to-Peer-Plattform für dich als Investor. Schau, welche zu dir passt und nur so wirst du mit deinem Investment am Ende glücklich werden. Und ja, nun viel Freude beim Peer-to-Peer-Kreditevergleich. Ich zeig dir mal gerade alles und hoffe, dass das für dich ein Mehrwert ist auf der Suche nach deinem perfekten Anbieter. Gehen wir die Reiter mal nacheinander durch. Als erstes haben wir die Renditen. Hier habe ich mir die Standardrenditen von allen Plattformen von den entsprechenden Webseiten geholt und daneben siehst du immer meine persönliche eingefahrene Rendite. Die siehst du auch ansonsten hier rechts immer auf meiner Website. Auch die wird monatlich einmal aktualisiert. Das ist ganz cool, damit ihr vergleichen könnt, ja, wie die Aussagen der Plattform zusammenstimmen mit dem tatsächlichen Ergebnis, was ich erreicht habe. Wobei das jetzt ja natürlich nicht immer heißen sollte, dass ich jetzt auch immer die besten Ergebnisse erreiche. Hier bei Neofinance sieht man es ganz gut. Da liegt der Durchschnittszinssatz bei 17,25% und ich liege zumindest nach dem Stand der Tabelle bei minus 53. Ich glaube, aktuell sind es zwischen minus 40. Auf dem Minus von dem plus 17 bin ich noch weit entfernt. Also immer dran denken, das sind immer die beiden Werte kann man nicht unbedingt immer miteinander vergleichen. Dann geht es weiter zur Rückkaufgarantie. Hier kannst du ganz einfach erkennen, welche Plattform die beliebte Rückkaufgarantie besitzt und wo es eventuell Besonderheiten gibt, wie bei Crowdesto zum Beispiel den Buyback Fund. Da habe ich dir dann weitere Informationen zu verlinkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Mindestanlagebetrag. Hier habe ich dir für jede Plattform, wo ich investiert bin, einmal aufgeführt, wie viel du mindestens pro Kredit auf jeder Plattform investieren musst. Dann ein ganz wichtiges Tool und eins meiner Lieblingstools, der Portfolio-Builder. Eigentlich hat ihn fast jede Plattform, eigentlich. Es gibt immer noch ein paar Kandidaten wie Crowdesto und Reinvest24, die noch keinen Auto-Invest bzw. Portfolio-Builder haben, aber ich hoffe, das wird sich irgendwann noch ändern. Dann kommen wir zur Kreditart. Jede Plattform hat eine hauptsächliche und primäre Kreditart, die habe ich dir hier aufgeführt. Das heißt jetzt nicht, dass es immer nur diese Kredite gibt. Es kann durchaus auch sekundäre Kredite geben, wie zum Beispiel Twino oder Via Invest. Die haben jetzt nicht nur Konsumkredite, sondern inzwischen auch Geschäftskredite. Aber der Hauptteil, der primäre Teil der Plattform liegt halt immer noch bei den Konsumkrediten. Dann haben wir die durchschnittliche Kreditlaufzeit. Hier habe ich die Informationen meistens von der Website. Und ja, auch da gibt es eklatante Unterschiede zwischen den Plattformen. Schau da einfach, was möglich ist und was nicht. Für viele Investoren ganz, ganz wichtig, der Zweitmarkt. Einmal als Schleudersitz, damit ihr in Zeiten wie diesen, aktuell befinden wir uns ja in der Corona-Krise, dass ihr da eure Investments wieder loswerden könnt. Und auf der anderen Seite natürlich auch für findige Investoren, die Bock haben auf ein Schnäppchen. Das ist auch aktuell sehr gut möglich und treibt mich sogar an, ab und zu mal auf den Zweitmarkt zu gehen, obwohl mich das Thema an sich überhaupt gar nicht interessiert. Dann immer wichtiger, die Firmierung. Viele der Plattformen kommen aus dem Baltikum und auf dieser Seite siehst du dann immer,
wo genau die Plattform firmiert ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten es jetzt bei Groupier. Die haben zum Beispiel umfirmiert von Lettland nach Irland und jetzt ist ja rausgekommen, dass die ja, möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich ein Scam sind. Und ja, hier könnt ihr halt immer nachvollziehen, wo genau die Firma zumindest rechtlich sitzt. Dann auch immer wichtiger wird das Gründungsdatum der P2P-Plattform und damit auch der Track Record. Einige Plattformen sind mittlerweile schon langsam in die Jahre gekommen. Bondora 2009 das Gründungsdatum oder Neofinance 2015 schon fast P2P-Dinosaurier. Aber das wird auch immer wichtiger. Dann der nächste Reiter, das ist das Rating. Ich habe einmal ein Rating-System entwickelt vor 2 Jahren, das war so der Anstoß, und habe versucht, die ganzen Plattformen einzukategorisieren in verschiedene Stufen. Da gab es dieses Jahr ein Update. Ich bin damit noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Deswegen wird es natürlich nochmal ein Update nächstes Jahr geben. Nicht nur von den Einteilungen selbst, sondern auch nochmal von dem System. Ich habe da noch so einige Ungereimtheiten entdeckt und ich möchte auch noch mehr, ein bisschen mehr Fokus auf den Sicherheitsaspekt legen. Wenn du dir das Rating-System, wie das zustande kommt, noch einmal genau durchlesen möchtest, dann habe ich dir das hier verlinkt. Ja, ansonsten findest du hier die Einteilung so, wie sie aktuell sind. Dann ganz wichtig, ein Artikelverzeichnis. Der Blog ist inzwischen schon seit 2015 am Markt und entsprechend viele Artikel wurden auch schon geschrieben. Und hier findest du zu jeder Plattform, bei der ich investiert bin, alle Artikel, die jemals erschienen sind. Dann für viele ganz wichtig, die neu anfangen bei den Peer-to-Peer-Plattformen, gibt es sehr, sehr coole Bonusprogramme, wo du viele Vorteile mitnehmen kannst, wenn du gerade anfängst. Die habe ich hier eingetragen. Zu Anfang war das noch recht mau, aber inzwischen hat jede Plattform irgendwelche Vorteile, die du ganz zu Anfang abgreifen kannst. Bei Neofinance zum Beispiel 25 Euro Startguthaben. Bei Wireinvest, einer sehr, sehr coolen Plattform, gibt es aktuell auch tatsächlich 15 Euro. Das ist sehr, sehr viel. Ja, wenn man da überlegt, irgendwo anzufangen, dann auf jeden Fall hier mal reinschauen, um zu schauen, was man noch an Geld mitnehmen kann. Dann gibt es jetzt immer öfter Treueprogramme bei den Plattformen. Die Plattformen wollen, dass du mehr investierst. Die Plattformen wollen, dass du lange auf den Plattformen bleibst und immer nachinvestierst, neues Geld hinschiebst. Und deswegen gibt es Treueprogramme. Wie zum Beispiel bei Mintos wirst du ab 50.000 Euro Invest, bekommst du deinen eigenen Ansprechpartner und wirst Premium-Investor. Bei Debitum Network kannst du diesen Kryptotoken DEP auf Basis deiner Investments erhalten. Ja, da gibt es die kuriosesten Sachen. Schau da mal rein. Das wird immer häufiger vorkommen in Zukunft und ist auch immer eine ganz nette Sache, um ein bisschen mehr mitzunehmen. Dann haben wir den exklusiven Community Support. Wir haben eine Facebook-Community, die ich dir auch in den Kommentaren verlinkt habe. Und da habe ich die Plattform gefragt, ob sie Bock hätten, jemanden von ihrer Plattform abzusenden, um sich halt an der Community zu beteiligen oder als Ansprechpartner im Fall der Fälle zur Verfügung zu stellen. Und ja, hier stehen die ganzen Ansprechpartner drin. Die könnt ihr einfach taggen in der Community, um sie direkt anzusprechen. Ist natürlich so, die meisten, bis auf einige Ausnahmen wie er hier, die sprechen meist Englisch, das heißt, ja, möglicherweise werden die vielleicht nicht alles verstehen, aber viele können ganz gut mit dem Translator arbeiten und diskutieren hier und da mal mit, also lohnt sich auf jeden Fall, dass die dabei sind und auch mitlesen. Dann der nächste Bereich, die Steuerbescheinigung. Ja, auch hier ganz, ganz wichtig für viele Deutsche natürlich. Hier kann man dann gleich sich einen Überblick verschaffen, welche Plattform diese Steuerbescheinigung anbietet und dann kann man sich auf die Suche machen. Es gibt auch ein Artikel dazu, hier die Peer-to-Peer-Steuererklärung. Da ist auch nochmal eine Liste verlinkt, wo drin steht, wo du die ganzen entsprechenden Bescheinigungen auf den ganzen Plattformen findest, beziehungsweise wo du dir die Werte erfiltern kannst. Dann gibt es die Bescheinigung über den Steuerwohnsitz. Das ist auf manchen Plattformen erforderlich, wie bei Wireinvest, wenn man in bestimmte Länder investieren möchte und keine Quellensteuer bezahlen muss. Dafür gibt es halt diese Bescheinigung. Ich habe dir hier auch eine Anleitung mit verlinkt, wie du die bekommen kannst und wie du die vom Finanzamt einmal abstempeln lassen kannst. Musst du dann da einmal hinschicken, einmal im Jahr und dann investierst du quasi quellensteuerfrei. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel Neofinance. Da kannst du deinen Steuersatz lediglich senken, aber dich nicht komplett davon befreien. Und auch das musst du einmal machen. Aber das Ganze ist auch ein dynamischer Prozess, also da wird sich hier und da nochmal was ändern und Plattformen, die das benötigen, sind doch eher die Ausnahme. Und auf Wireinvest beispielsweise, da braucht man es auch nicht unbedingt, auf Eventor auch nicht, wenn man halt einfach die Länder exkludiert, in die man investiert. Die
eine Quellensteuer aufrufen. Ganz, ganz wichtig in Zeiten von Scams, der CEO einer Firma. Ich habe dir hier von jeder Plattform einmal aufgeführt, wer der CEO ist und habe dir dahinter auch direkt die Profile von LinkedIn verlinkt. Das heißt, wenn du dich da tiefer auf die Suche machen möchtest und ein bisschen analysieren möchtest, wer hinter der Firma steckt, dann sind die Firmenprofile auch meistens direkt auf deren Profilen hinterlegt und da kannst du mit Sicherheit eine Menge über die Firma und auch die Leute lernen. Investiert seid betrifft mich selbst und zwar habe ich hier aufgeführt, seit wann ich auf welcher Plattform investiert bin. Bei Banken bin ich tatsächlich schon seit 2014 dabei, wie auf Aux Money, Bondora 2015, Mintos 2015, also schon sehr, sehr lange, aber einige ganz neue wie Neo Finance erst seit 2020. Hier kannst du dann ein bisschen nachvollziehen, ja, wie aussagekräftig meine Renditen hier sind. Also es macht natürlich einen Unterschied, die minus 50% bei Neo Finance, die ich gerade habe, im Vergleich gesetzt zu den 11% bei Mintos, die ich nach 5 Jahren erreicht habe. Das ist vielleicht für dich nochmal ein guter Überblick. Dann der Reiter investiert mit. Einmal im Quartal veröffentliche ich seit 2020 meinen Quartalsrückblick und hier zeige ich dir einmal, mit wie viel Geld ich in den einzelnen Plattformen investiert bin und gebe dir einen Rückblick, ja, was so passiert ist im letzten Quartal, damit du hier so ein bisschen siehst, wo ich wie viel habe und auf welchen Plattformen ich eher wenig habe, weil ich sie vielleicht noch länger testen will und welchen Plattformen ich komplett vertraue und wo ich ja einen recht hohen Anteil meines Peer-to-Peer-Kapitals reinwerfe. Ein sehr, sehr wichtiges Thema ist die nächste Spalte, ist die Peer-to-Peer-Plattform reguliert? Das wird jetzt durch die ganzen Scams nochmal richtig in Bewegung kommen. Hier siehst du bei jeder Plattform, in die ich investiert bin, ob sie schon reguliert ist oder ob sie reguliert wird. Man sieht es hier bei Viventor, Via Invest, Mintos. Die sind zwar noch nicht reguliert, aber es ist bei allen eine Regulierung in Planung. Da gibt es auch einen Artikel dazu, musst du mal suchen. Zum Thema Via Invest habe ich mal beschrieben, wie das Ganze aussieht. Aber hier ist eine Regulierung in Planung. Und hier kannst du auf dieser Seite auf einen Blick sehen, ja, welche Plattform das schon hinter sich hat. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Sicherheit deines Vermögens am Ende, ob die Plattform einer öffentlichen Behörde unterliegt, die die Plattform vielleicht regelmäßig prüft, oder ob die einfach, so wie Groupier, machen können, was sie wollen. Dann gibt es hier eine temporäre Spalte, und zwar die Covid-19-News. Die habe ich euch eingefügt, ja, solange die Corona-Krise halt hält. Und die Idee dahinter war einfach, es gibt unfassbar viele Informationen über die Corona-Krise zu den einzelnen Plattformen und jeder hat irgendwas zu sagen. Und ich habe hier die letzten 3 Informationen jeder Plattform, sofern es 3 Informationen gab, gesammelt, wo ihr dann, wenn ihr Investor seid oder angehender Investor seid der Plattform, schauen könnt, ja, wie es um die Plattform steht, was die dazu sagen, was sie für Maßnahmen ergriffen haben. Sehr, sehr interessant. Auf der Seite kann man hier, glaube ich, Stunden verbringen und ich selbst habe auch Stunden da schon verbracht und mir die ganzen Webinare und Blogartikel durchgelesen von den Plattformen. Eine sehr, sehr coole Sache. Und gerade jetzt wichtig, auf dem Stand zu bleiben, auf dem aktuellen Stand, was seine Lieblingsplattform angeht. Hängt aber auch alles ein bisschen ab von dem Geld, was man dort investiert hat. Wie immer, die Menge macht am Ende das Gift. Das war es soweit für das Update zum Peer-to-Peer-Plattformvergleich. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit nochmal ein bisschen Mehrwert liefern und euch das Leben als Peer-to-Peer-Investor ein bisschen einfacher machen. Und ja, wenn du noch irgendwelche Anregungen hast, dann schreib sie bitte in die Kommentare rein. Ich erweitere die immer gerne und arbeite da auch gerne daran. Aber ich bin natürlich auch immer ein bisschen auf euren Input angewiesen. Mit dem wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.